Guck mal. Ich verbrenne ihn im Wasser, Leute. In Wasser. Das sind die ultimativen Hardcore-Streifen. Ich höre es, ich habe gerade das Zeug auf dem Kopf. Joseph, du darfst nicht tot sein. Ja, hallo, liebe Freunde. Und zu einer weiteren Folge von The Evil Within, Kapitel 14, Hintergedanken, heiße ich euch herzlich willkommen. Ja, ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und wir sind... Ja. Wir sind in dem wohl schönsten Ort der Welt. Das Auto da hinten haben sie mal richtig schlecht reingelegt. Das sieht aus wie, ich weiß auch nicht, wie, keine Ahnung, so Pappmaché, wisst ihr? Schrecklich. Andere von euch würden jetzt schnurstracks geradeaus rennen, aber nein. Ich denke mir, schau doch mal hier hinten nach, bei diesen super tollen Anzeigetafeln. Vielleicht ist da ja auch was für dich dabei. Okay. Diesmal, wirklich Leute, diesmal ist nichts dabei. Dann gehen wir mal hier runter. Ja, wir haben es übrigens gerade 22.34 Uhr Real-Life-Time. Das heißt, schon wieder schön dunkel draußen. Ich komme auch nicht unbedingt gerade. Gerade auf der Arbeit im Schluss gehabt, dann noch mit dem Hund die abendliche Runde gegangen und mich natürlich jetzt wieder rangesetzt, um die Zeit noch ein bisschen zu nutzen, um euch mit dem vorletzten Kapitel zu versorgen. Ich bin der Meinung, The Evil Within hat 14 und hier haben wir Munition. So, gucke ich mal eben schnell, ob ich tatsächlich schon voll aufgeladen bin. Ich bin tatsächlich voll aufgeladen. Es ist kaum zu glauben. Was haben wir hier Schönes? Mal die Tür auf. Oh. Schon wieder so eine Kackbombe. Wo ist er denn? Da. So, jetzt kommt's wieder. 3, 2, 1, meins. Ja, boah, geschafft. Ich bin da echt nicht so der Fan von diesem Scheiß Entschärfen. Alle Schiebladen öffnen. Schieb. Ja. Also, guckt euch die Flasche an. Die passt natürlich direkt da rein. Das ist, ja. Hat man ja auch öfter, ne? So an der Kasse, wo man so eine Flasche Glibber. Da ist eine rote Lampe. Was macht diese rote Lampe? Oh, erste. Ich habe diese Erste-Hilfe-Kästen in dem ganzen Game. Ich weiß es nicht. Ihr könnt. Jemand von euch, der die Videos komplett verfolgt hat. Ich weiß es selber nicht mehr. Ich habe das noch nicht einmal benutzt, oder? Einmal, wenn überhaupt. Aber sonst nie. Streichhölzer sind auch voll. Kann ich hier noch was aufmachen? Öffnen. Munition für Scharfschützengewehr. Da konnte ich mir wieder als Sniper ausprobieren, nicht wahr? Letters nehmen. Was denn? Die Hand da. Oh nein, die Granate. Aber die Hand kann ich auch mitnehmen. Die kann ich schmeißen. Und schicken Regenschirm. Oh, Kartenfragment 26. Ich habe es hier. Das Gute an der ganzen Sache ist, ich habe immer noch nicht verstanden, wozu dieses Kartenfragment ist. Das ist wahrscheinlich so eine Zusatzoption oder so ein Zusatzziel. Keine Ahnung, wenn ich denn am Ende durch bin, dann darf ich mir einen schleudern darauf, dass ich die Kartenfragmente zusammengesetzt habe. Bin ich jetzt doof? Hier ging, hinten ging auch noch eine Tür lang, oder nicht? Nein, ich bin eindeutig verwirrt. Gut, bin ich ja gerade einmal im Kreis gelaufen und habe es eben noch nicht gemerkt. Das sind Kameras. Okay.
Ich dachte, ich hätte was gesehen, habe ich aber nicht. Checkpoint. Ja, wenn hier ein Weg nach links wegführt, dann nehme ich den doch mal. Oh, guck. Hier ist wieder die Musik. Aber wir wollen ja nicht wieder zum Glibber-Dingen, auch wenn da ein Spiegel ist. Wir gucken uns mal das Tagebuch an. Notiz von Myra. Mein lieber Sebastian, wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich es dir verheimlicht habe, aber das war nur zu deinem Schutz. Entweder vor der Wahrheit oder meinem Wahnsinn. So, geht's weiter. Ich habe dem Brief eine Kopie meiner Aufzeichnung beigefügt. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst, aber falls doch, liegt es an dir zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte tu es für Lilly und für mich. In ewiger Liebe, Myra. Das ist, ja. Nein, ich will da nicht reingucken, Mann. Aber da war schon wieder dieses Monster-Kackteil da. Da war schon wieder... Oh mein Gott. Gut. Hallo, mein Freund. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt die gute Munition von der Pump verschwenden. Warum sagt ihr denn auch nichts? Wirklich, ihr schweigt da still. Kann ich die wieder einsammeln? Ne, die sind scharf, ne? Ja, ich riskiere es mal lieber nicht. Streichhölzer. Den Typen von eben kann ich ja nicht verbrennen. Der ist in 1010 Milliarden 877,35 Teile zersprungen. Und heißt es jetzt hier runter? Oh, hier liegt schon wieder so viel Munition, ne? Oder überhaupt Munition. Das hat immer ein bisschen was zu sorgen, ne? Dann wollen die wieder, dass hier irgendwas passiert. Alter, hallo. Der unten geht der Typ. Hier, Dingens. Oh. Warum kann ich den einfach... Was soll denn das? Warum? Was soll ich mit dem von hinten machen? Ist das nicht Dingens hier? Wer ist er? Anschleichen und von hinten kalt machen. Ich treffe übrigens sehr gut, meine Leute. Das war er gar nicht. Ja, aber der da. Kleiden die sich schon teilweise in diesen Scheiß umhängen. Oh. 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 Überall sind hier so eine scheiß Fallen. Oh. Ich schaff das immer so ganz knapp, ne? So. C verbrennen. Kleines Feuerchen. Eine Granate. Ein... Dingens da, ein Bolzen hier, ein Bolzen da. Ist da ein Knopf? Ne, ist kein Knopf. Ich kann das hochmachen. Ein enger langer Gang und ich allein.
Ich mach mal Licht an. Kontrollpunkt. The Pig. Am 5.5.2014. Den hätte ich mir bestimmt gern angeguckt, wenn hier noch ein verficktes Kino wäre. Irgendwo. Ein Spiegel. Auf diesem Spiegel sollte ich... Da sehe ich irgendwie gar nichts. Gut. Alter. Die sind alle noch... Oh, der hat ein übelstes Gewehr. Warte mal, ich kann eine Granate da hinschmeißen, ne? Und so, irgendwas müssen die Scheißdinger ja mal gut sein, ne? Ups. Ich glaube, jetzt geht's los. Ich werfe noch ein paar Granaten. Fick die Henne! Oh, natürlich muss wieder einer direkt auf mich zurennen. Munition alle? Ach, halt doch die Fresse. Es kann nicht dein Scheiß ernst sein, Sebastian, dass du hier immer vorbereitet... Wo denn? Da. Oh, scheiße, dass du nicht triffst, ne? Och, komm mal wieder hoch. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Ach, halt doch die Fresse. Aber vielleicht treffe ich ja mit dem Bolzen. Lüpp, wo haben wir denn? Ne, treffe ich nicht. Gut, meine Freunde, dann werde ich doch mal versuchen mit der Pumpgun. Zu weit weg. Egal, dann renn ich ran. Der wieder aufsteht. Nein. So. Was haben wir denn noch? Oh ja, meine Magnum. Dafür darf ich jetzt... Ich muss doch kurz nachladen. Oh, Alter, er duckt sich. Tja, das war jetzt so die Ulti-Munition, die ich jetzt mal eben schnell verschossen habe. Ich habe nur noch einen Schuss. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Da ist ein Glas auf mich runtergerollt. Und eine Granate hier und Glibber, Glibber hier. Die überall, dieser scheiß Glibber. Wenn die mal so viel Glibber verteilt hätten, wie sie Munition... Quatsch, so viel Munition verteilt hätten, wie sie Glimmer verteilt hätten, dann wäre ich hier echt gut dabei jedes Mal. Aber nö. Wenigstens finde ich jetzt hier bei den Kackleichen noch ein bisschen Muni. Hier auch, hier ist ein bisschen Scharfschützenhuhn. Hier ist auch eine Glimmerflasche. Wirklich, Leute. Überall. Bloß so ein paar Stats. Alter, was mal. Ich bin auf die Flasche getreten, sie fliegt erstmal 10 Milliarden Meter hoch. Nicht wieder Munition. Ich weiß immer noch nicht, warum ich die verbrenne. Ich habe erst mal gedacht, ich kriege dann erst diesen Loot. Das kann ja damit aber dann auch nicht zusammenhängen, weil ich ihn ja trotzdem kriege. Ich verbrenne dir. Da, die, habt ihr gesehen? Die Munition lag da eben schon. So. Eine Bärenfalle.
überall raus. Na ja, komm. Entschärfen wir dich mal. Oh oh. Ich hab dem schon ein Loch in den Kopf geschossen. Ich stehe wieder auf. Ich habe dir deine Birne weggeschossen. Er lebt immer noch. Ich verbrenne mal kurz den Typen hier. Laden wir nach. Kann ich nicht mehr. Okay, der lässt auch keine Munition. So kommt man natürlich auch aus einer Bärenfalle raus. Ist jetzt kaputt? Ja. Ja, Leute. So geht das. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Kapitel hieß. Keine Ahnung. Dann könnte ich ja wieder so ein bisschen ahnen, was hier vielleicht kommt. Auf jeden Fall ist da hinten schon wieder so ein Sprengdingen. Mehrere Sprengdingen. Ich werde hier aussteigen müssen. Also wer oder was da ist, war, hat mich gesehen jetzt. Gut, zum Glück waren da noch ein paar. Was ist denn da? Gut. Och, was ist denn hier los? Lang hier. Kann ich hier raus? Nö. Ach, hier hinten muss ich jetzt. Mein Gott. Ich übersehe die größte offene Tür, ne? Okay. Jetzt müssten wir ja gleich zu dieser Brücke kommen. Die wir in der letzten Folge gesehen hatten, die über diese komplette Schlucht führt. Ich glaube, wir sind da. Ich glaube, liebe Passagiere, wir haben unser Ziel erreicht. Wir kommen in Todestown oder auch Creeping Death City. Es muss einen Weg nach dort oben geben. Ja. Oh Gott. Hab ich Lust. Ich komme hier gar nicht lang. Ich komme hier nicht lang. Wow. Der Headshot gereicht, ja. Wo kam er denn jetzt wieder her? Er hat jetzt... Ach ja, er hat jetzt bestimmt... Ach, ich wusste auch nicht, wo der herkommt. Hat der jetzt die Tür hier aufgemacht? Leute, ich kann machen, was ich will. Ich höre die ganze Zeit so diese schleimige Rumelatsche von diesen Zombie-Fuck-Fick-Schwuchtelchen. Das macht einen so nervös. Kann ich das verbrennen? Dachte ich mir doch. Die Modder-Glipper-Web-Dinger-Teile da. Und hier ist natürlich wieder so ein Glipper eingewebt. Ach so, jetzt hier. Der wohlbehütete Captain. Oh, da krieg ich eine Gänsehaut, wenn ich diese Scheißgeräusche höre. Ne? Oh ne. Achso. Hallo Doppel-Slimey. Ich auch. Hier kriegst du nochmal eine. Hinter Gitter. Tot? Tot. Ja, scheint tot zu sein. Ich hab das Licht sogar schon an. Falle ist hier auch. Oh Gott. Hinter Gittern hast du mir besser gefallen.
Der ist schon tot und steht nochmal auf. Ich raste aus. Ob ich das bereuen werde? Nee, werde ich nicht. Ich dachte, jetzt hier ist vielleicht auch noch so ein Vieh drin. Es zieht sich gerade schon wieder, ne? Es zieht sich schon wieder ein bisschen hier bis hier. Von der Handlung her jetzt, was passiert? Ich renne hier durch diese dreckigen Gemäuer. 18, habe ich gerade schon wieder 18.000 von diesem Glibberkram. Ich werde wohl echt nochmal aufs Ende vorbereitet hier, wa? Munition alle? Ja, Munition alle. Was haben wir denn noch Schönes? Dann schieße ich dann mit der Pumpgun. Alter. Halte doch einfach noch mehr aus, du dreckiges Vieh! Und verschwende meine scheiß Munition hier. So. Jetzt verbrennst du. Elendig. Elendig verbrennst du. Komm hier durch. Steck mal Kopf durch. Oh, High Voltage. Hier unten liegt auch wieder irgendwas. Ich wette, das Vieh steht gleich auf. Während ich mich hier so umschaue. Na? Nee? Natürlich wollte ich die Flasche in die Hand nehmen. Alter, ey. Reicht das? Warte mal. Ich habe so eine leise Vorahnung. Ich glaube, da reicht ein Schuss. Wenn der jetzt da durchlatscht, ist er doch... Dachte ich mir. Gut, schön, dass wir es getan haben. Weil im Knien da hinten hätten wir dann wieder nichts machen können. Also ich glaube, jetzt bin ich hier sicher. Stehen. Oh, das könnte jetzt wieder irgendein Scheiß-Trick Dings werden, ne? Irgendein Monster und ich, das ist die einzige Variante, wie ich mich schützen kann. Nee, dafür stehen hier schon wieder zu viele. Ich mich verjagt, ey. Das Coolste an der ganzen Sache ist, man kann ja immer wieder. Man kann ja immer wieder von neuem starten und trotzdem hat man Schiss, ne? Guckt euch alleine die ich gehe jetzt einfach mal durch. Da ist auf jeden Fall eine riesen Ratte. Jetzt geht's zu. Ich will da durch. Ich will das wegschießen. Ja. Das erwartet uns denn komischerweise, ist jetzt zum Glück gerade eben nicht bei uns passiert. Nochmal Tagebuch. Tagebuch von Sebastian Castellanos. 20. Dezember 2012. Kein Wort von Myra. Seit ich das Paket erhalten habe. Ich habe Angst davor, das Beweismaterial meinen Vorgesetzten zu übergeben. Das, wovon Myra da spricht, ist grauenerregend und könnte meine Möglichkeiten übersteigen. Aber die Beweise reichen aus, um mich davon zu überzeugen, dass Lillys Tod kein Unfall war. Sie haben Myra tatsächlich in die Liste der vermissten Personen aufgenommen. Aber sie verraten mir nichts, weil ich familiär betroffen wäre, sagten sie. Aber ich glaube eher, dass sie in mir einen Verdächtigen sehen. Die Ermittlungen stocken, aber für meine Familie werde ich sie auf eigene Faust fortführen. Okay, irgendwie bewegt sich das in eine Richtung, die ich schon nicht mehr so ganz verstehen kann. Ich werde mal ganz kurz und fresh die 18.000 Knipsi-Pupsi Glibberpunkte wieder in meinen Schädel reintransplantieren lassen. Na, Püppchen, was los? Haben Sie etwas vergessen? Missing. Tatjana Gutierrez. Vermisst?
aber sie ist... Tatjana vermisst. Tatjana Gutierrez, Pflegerin in der Beacon Nervenklinik. Sie verschwand während ihrer Spätschicht. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie das Gebäude verlassen hat. Mädel, du wirst vermisst. Haben wir noch eine Zeitung hier? Nö. Komm mal her hier. Wo sind die jetzt hin? Hey, die war doch gerade noch hier. Die war doch... Och, ich bin nicht bescheuert. Das auch nicht. Ja gut, ne. Katz und Maus spiele ich jetzt nicht mit dir, Fräulein. Die für haben wir keine Zeit jetzt. Ich muss hier mir ganz kurz wieder den Scheiß in den Kopf jagen. So, wir haben 19.550 Punkte. Und ich gucke, was ich damit machen kann. Nahkampfschaden? Nein. Spritzenwirkung? Hm. Muss ja nicht unbedingt nötig sein, ne? Aber ich könnte Schadensmultiplikator bei der Knifte. Ich finde das so dämlich, dass ich das für jede einzelne Knarre auswählen kann, ne? Egal. Mit der schieße ich ja am meisten, immer bis da alles leer ist. Feuerrate hier auch nochmal besser machen. Nachladegeschwindigkeit. Genauigkeit. Feuerrate. Also schneller muss nicht gehen, aber genauer wäre noch geiler. So, jetzt habe ich noch 2550 Punkte übrig. Hui. Habe ich das schon fertig. Mit 2550 Punkte. Auch hier kann ich die Feuerrate von der Magnum erhöhen. Das muss unbedingt sein. Hier nehme ich die Feuerrate. Ich schaffe es auch noch. Ja, nehme ich hier auch nochmal die Feuerrate. So, und jetzt könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken. Ich habe einen Job zu erledigen. Ey, ich habe gerade Pause. So. No. Zurück in die Action. Und jetzt sieht hier drin draußen bestimmt gleich wieder alles anders aus. Dann werden wir uns mal hier durchbegeben. Oh, lol. Hätte ich mal eher hier reingeguckt, ne? Und jetzt? Es war ja so klar, dass so ein scheiß Vieh auffall... Ja, komm, muss das. Ich will da ein scheiß Streichholz hinschmeißen. Es geht nicht, ne? Es geht einfach nicht. Noch Munition. Hier. Laden, 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 laden. So, Genauigkeit können wir jetzt gleich mal testen. Ja, klappt. Ist schon tot, ne? Da brauche ich ja nichts mehr machen. Deswegen. Wie angeblich diese Munition wieder voll ist, er muss einfach nur nachladen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ihr merkt das wahrscheinlich schon an meiner Stimme. Ich bin ein wenig genervt davon, dass ich hier jeden Scheiß extra nachladen muss, wenn ich den Kack nach... Oh Mann. Oh, wenn ihr wüsstet, was ich jetzt gerade für eine Gänsehaut habe, ne? Dieses kackdreckige Scheißvieh. Kontrollpunkt. Ah, das ist immer vertrauenserweckend, ne? Wenn man an so einen Speicherpunkt gerät. Jetzt hocke ich mich in dieser Mist-Sau-Scheiße hier auch noch hin. Hier ist wieder so eine Statue.
ich immer noch nicht ganz verstanden habe, was diese Statuen bedeuten sollen. Wer hat da geschossen? Ist tot. Munition alle? Ja. Das hast du wieder sehr richtig festgestellt. Jetzt habe ich nur noch die Magnum. Und ich krieg die ganze Zeit diese dreckigen Bolzen. Ich benutze die niemals, ey. So ein Frost-Scheiß-Teil. Ich will Munition. Ich will Revolver-Munition. Wie soll ich denn das sehen? Nö. Nö. Jetzt gehe ich wieder zurück. Jetzt bin ich pissig und renne hier einfach die Treppen hoch. Guck mal. Ich verbrenne ihn im Wasser, Leute. In Wasser. Das sind die ultimativen Hardcore-Streifen. Ich hör's, ich hab grad das Zeug auf dem Kopf. Leute. Ich bin voll mit Glibber. Ach so, hier, das kann ich jetzt nicht verbrennen. Das ist auch wieder sehr eigenartig. Weil ich hier nämlich auch noch gar nicht lang soll, nicht wahr? Na komm her. Einen Schuss habe ich für dich. Der von einem Magnum dürfte ausreichen. Grafikbug. Gut. Was? Das Vieh lebt noch. Stirb, ey. Ich bin doch hier nicht überwünscht, der was. Oh, Alter, ich. So, ich werde jetzt erstmal ein paar neue Dinger herstellen hier. Die Elektroteile machen irgendwie nichts, ne? Die Blendteile brauche ich auch nicht. Die halten mir am Ende die Viecher auch nicht vom Hals. Von daher, nein, du sollst einfach nur wechseln hier. Genau. Nehme ich lieber die. Streichen wir das doch aus, wie es scheint. Endlich aus dieser Glibbermasse raus. Aber ob ich jetzt hier, wo ich jetzt gerade hinkomme, lieber bin, das bezweifle ich. Was haben wir hier? Alter, Granaten ohne Ende. Wie viele Granaten habe ich denn jetzt hier schon aufgesammelt? So. Munition. Streichhölzer. Ich will Munition. Was soll ich da machen? Drüber springen? Das ist eine sehr knifflige Lage jetzt. Was tue ich? Ich muss doch da irgendwie rüberkommen. Ach so. Oh, ich kann. Ich war zu weit weg eben, um das Ding abzuschalten. Verteilerkastensicherung. Eine Hochspannsicherung aus einem Verteilerkasten. Sie funktioniert noch und kann erneut verwendet werden. Kann ich sie wieder. Ich will sie wieder reinmachen, weil ich da gar nicht lang möchte. Wahrscheinlich kommt hier gleich irgendein übelstes Ekelvieh. Habe ich eben schon mal gesagt, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich stelle mich schon mal hier hin, damit das Vieh da nicht durch kann.